Mohammed Reza Mortazavi hat den Iran verlassen, weil die Art und Weise, wie er die Handtrommeln schlägt, gegen jede Tradition verstößt. Seine Hände sollen die schnellsten der Welt sein. Was klingt wie ein ganzes Trommelorchester, sind nur Mohammad Reza Mortazavis eigene zwei Hände. Nie dagewesene Schnipp- und Klopfbewegungen ermöglichen den vielstimmigen Klang, der hypnotisch auf Spieler und Zuhörer wirkt. Ich habe mit Tradition angefangen, als ich Kind war, mit 6. Und irgendwann habe ich gespürt, meine Seele will noch mehr und ich kann nicht in bestimmte Grenzen bleiben. Über 30 neue Schlagtechniken hat der Ausnahmemusiker für die traditionell iranischen Begleitinstrumente Daf und Tombak-Trommel entwickelt. Eine Virtuosität, die ihm in seiner Heimat als Frevel ausgelegt wurde. Viele iranische konservative Musikmeister im Iran, sie sagen und denken, das ist kein Tombak und Daf mehr und muss man bestimmte Regeln und Grenzen bleiben. War für mich sehr eng und automatisch kamen neue Techniken. Ich fühle mich freier so. Seit 10 Jahren lebt Mohammad Reza Mortazavi jetzt in Berlin und erweitert die Grenzen des musikalisch Möglichen. Nach Linz treibt ihn die Zusammenarbeit mit Landestheater-Ballettdirektor Jochen Ulrich. Sein Ziel ist auch, er versucht auch Befreiungsatmosphäre aufzubauen und ich freue mich. Bei jeder Vorstellung von Rumi in Flammen wird Mohammad Reza Mortazavi live auf der Bühne mitwirken. Premiere ist am 18. Juni.